So langsam wird es Herbst in unseren Wäldern. Einige Bäume verlieren schon ein bisschen die Blätter. Es wird alles etwas bunter bei uns hier im Wald. Und die Sonne steht auch etwas tiefer. Es wird früher mittlerweile dunkel. Aber wir können froh sein, dass es Herbst ist. Denn das ist eine Zeit, wo die Jagd besonders viel Freude macht. A, weil es jetzt langsam losgeht mit den Drückjagden. B, weil auch in den einzelnen Wäldern, in den Revieren genug los ist und genug zu tun ist, was man jetzt in Angriff nehmen kann. Und genau deshalb bin ich heute wieder ins Revier gefahren, nehme euch natürlich wieder den ganzen Tag mit und wir schauen mal, was wir so heute alles vorhaben. I see those eyes and my walls come down. I've spent my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how. Als allererstes sind wir zu Fuß jetzt erstmal unterwegs, weil ich möchte einmal in einen neuen Teil des Revieres gehen, wo das Rotwild als Standbild da ist. Und da wir den neu übernommen haben, diesen Teil, und wir gesehen haben, dass da sehr, sehr viele Bäume geschält sind etc., wollen wir das einfach dokumentieren. Ich werde das jetzt alles eine Runde mit euch zusammen festhalten. Wir können uns das mal angucken, was das Rotwild denn da so alles angerichtet hat und werden dann, sobald wir das dokumentiert haben, dann uns noch ein bisschen ansetzen. Ich habe heute keine Nachtsicht- oder Wärmebildtechnik dabei. Das heißt, wir werden uns auf eine Jagd im Hellen konzentrieren und da werden hoffentlich dann auch schöne Bilder zustande kommen. Der Grenze, da musste ich jetzt zu Fuß hingehen, weil das mit dem Auto leider nicht so gut zu befahren ist, habe ich hier noch zwei Bauten gefunden und das sieht ganz stark nach Fuchsbau aus, also es ist keine Rinne, dass es dann quasi der Dachs sein könnte, der das ja mit seinem Bauch alles beiseite schiebt, sondern hier sind zwei Fuchsbauten und dann wollen wir hier auch uns mal gar nicht so lange aufhalten, aber zumindest ist es schon mal gut zu wissen, dass es das hier gibt und auch das werde ich logischerweise in der App vermerken, damit man das jederzeit wiederfindet. Es ist auch wirklich sehr interessant, was man so findet, wenn man einfach mal zu Fuß durchs Revier geht, gerade wenn es neue Teile sind. Weil hier zum Beispiel bin ich gerade an eine verlassene Kirrung gekommen, so wie das aussieht. Zumindest liegt hier noch einiges rum. Das wird auf jeden Fall auch mal vermerkt, weil es muss ja einen Grund geben, warum das früher hier war. Und vielleicht kann man das ja nochmal reaktivieren. Zumindest steht hier auch noch eine von den alten Kanzeln. Ich weiß nicht, ob die noch verschwindet, aber ich habe sie vorsichtshalber auch mal mitnotiert, dass man auch diesen Platz dann noch wiederfindet. No matter what you throw my way, I'm yours. So, die Revierrunde ist fürs Erste beendet. Genug wieder getan hier. Jetzt wird es auch Zeit, mal eine Runde jagen zu gehen. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich jetzt tun soll. Geplant war ja der Ansitz wieder. Ich wollte hinten wieder zum Wildacker, weil da ja mehrfach Kitz und Ricke vorbeigekommen sind, auch ein Bock regelmäßig vorbeikommt. Allerdings wurde da heute von den Reviervorbesitzern, von den Vorpächtern, noch eine Kanzel abgebaut und die sind auch immer noch da gerade im Gange. Heißt, die haben dann natürlich heute ja mehr Randale gemacht, als das vielleicht für ein Revier gut ist. Es war ziemlich laut und mit ziemlich vielen Leuten waren die da. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich Sinn macht, da hinzusetzen. Und deshalb drehe ich jetzt erst noch mal eine Runde durchs Revier und gucke mal, ob ich vielleicht eine bessere Idee habe,
wo ich mich jetzt noch hinsetzen kann. Ja, die Bedingungen sind heute nicht optimal, aber ich denke, ich habe eine ganz gute Lösung gefunden. Und zwar waren die Landwirte heute sehr, sehr aktiv und haben hier vorne auf der einen Wiese ihre Ballen fertig gemacht. Und das ist ein Ort, wo ich regelmäßig, wenn ich nachts, also wirklich dann im Dunkeln, zurück zum Auto gehe, dann auch immer noch Rehwild stehen sehe. Logischerweise dann im Dunkeln da nicht mehr quasi das Rehwild als Zielwild habe. Würde ich heute vielleicht mal kurz vorm letzten Büchsenlicht einmal hier vorbeigehen und mal gucken, ob jetzt hier was ist. Genau das gleiche gilt für den Acker, der direkt gegenüber ist. Da ist dieselbe Situation. Immer wenn ich nachts nach Hause gehe, dann steht da was. Und vielleicht haben wir da ja heute Glück. Aber das bedeutet, da mittlerweile etwas mehr Ruhe eingekehrt ist, da hinten an dem Wildacker, setze ich mich jetzt doch erstmal an dem Wildacker hin, gucke, was da erstmal so, ich sag mal, die nächsten 1 bis 2 Stunden noch möglich ist. Man sieht, die Sonne geht langsam Stück für Stück unter. Es ist aber noch weit von der Dämmerung entfernt und deshalb denke ich, könnte, weil da jetzt Ruhe eingekehrt ist, da auch noch was los sein. Und deshalb fangen wir da an und werden dann kurz vorm letzten Büchsenlicht nochmal nach hier vorne wechseln. Außer es ist gerade extrem spannend an dem Wildacker, dann bleiben wir natürlich da. Sagt man so schön, ich habe einen Platz an der Sonne ergattert. Jetzt kann ich gleich erstmal gucken, dass ich hier leise meine Jacke wieder ausziehe. Ich bin jetzt zu dem hinteren Wildacker gegangen, weil hier einfach mehr Fläche ist. Ich kann auch noch über 2 weitere Felder komplett hinweg gucken. Und ich habe das Gefühl, dass das hier heute der bessere Platz sein könnte. Es kann mich auch täuschen, das weiß ich noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Dann warten wir jetzt erstmal, was hier so passiert. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das hier ist auch eine von den Kanzeln, die verschwinden soll. Ich bin hier vorhin über das Feld, aber mit einer Drohne geflogen. Und da kann man richtig schön sehen, wo die Sauen langgegangen sind. Das heißt, die kommen nachts hier auf jeden Fall auch vorbei. Heute werde ich auf jeden Fall nicht so lange hier sein. Das heißt, ich werde es nicht mehr miterleben. Aber ich glaube, hier könnten dann auch wieder neue Kanzeln hin. Warum die weg können, ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Die sind einfach nur noch Schrott. Ich hoffe, ich bleibe hier oben drauf sitzen. Nicht, dass die Kanzel früher Feierabend macht, als ich es vorhabe. Hoffen wir einfach mal das Beste. Aber no risk, no fun, würde ich sagen. So, jetzt sieht jetzt gerade auf dem hochgewachsenen Rickitz vorbei. Es ist wirklich sehr, sehr hoch gewachsen und irgendwo um mich herum knallt es gerade ziemlich oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, dass mal 2 oder 3 Schüsse fallen, kann ich ja nachvollziehen, aber das klingt gerade so ein bisschen so, als wenn hier eine Drückjagd stattfinden würde. Ich weiß nicht, wer da gerade rumballert, aber soweit ich weiß, ist es nicht hier direkt bei uns im Revier. Aber dadurch steht das Rick jetzt auch die ganze Zeit sehr, sehr geduckt, sodass ich es ja weder vernünftig anzielen kann, noch dass ich es im Moment erlegen könnte. Wir warten mal,
vielleicht hier vorne auf den Bereich kommt, wo es nicht so hoch zugewachsen ist. Jetzt bleibt der so spannend. Ich konnte jetzt leider nur zugucken, wie das Stück Rehwild wieder von dannen gezogen ist. Es ist quer über den Wildacker einmal in meine Richtung rüber. Ich gehe davon aus, dass es dann Wind gekriegt hat, weil ich saß dann noch voll im Wind und konnte dann zugucken, wie es dann über den Wildacker wieder zurück an die Waldkante ist und da dann auch verschwunden ist. Das heißt, das hat nicht so viel gebracht. Ich habe jetzt deshalb schnell meine Sachen gepackt, habe wieder abgebaut und werde jetzt nochmal an dem anderen Wildacker vorbei pirschen. Mal gucken, ob da vielleicht noch was ist. Es wird immer dunkler, sieht in der Kamera gerade wilder aus, als es tatsächlich ist. Man sieht es vielleicht hinten zwischen den Bäumen. Es ist noch ein bisschen Licht da, zumindest wird es dann an dem Wildacker auf der Lichtung besser funktionieren. Und da hoffe ich jetzt noch drauf. Und ansonsten, da wo ich geparkt habe, was wir uns vorhin angeguckt haben, wo die Landwirte heute aktiv waren, da besteht auf jeden Fall auch noch mal eine Chance. Ich sollte nur nicht zu sehr trödeln gerade, damit dann nicht doch das letzte Büchsenlicht vorbei ist. Tja, und nun ist es passiert. Ich bin am anderen Wildacker angekommen. Es sind noch zwei Stücke Rehwild drauf. Das heißt, ich habe mich definitiv für den falschen Wildacker entschieden, aber die sind auf so einer Entfernung, dass ich aufgrund des Lichtes nicht mehr vernünftig ansprechen kann und deshalb genieße ich jetzt noch ein bisschen den Anblick, aber der Finger bleibt gerade, weil ich nicht dafür garantieren kann, dass ich einen sauberen Schuss antragen kann. Und dann macht es halt auch keinen Sinn mehr. Und dann lasse ich es auch lieber. Und so endet ein herrlicher Jagdtag. Jetzt kann ich gemütlich wieder nach Hause fahren. Ein Jagdtag mit einer kleinen Fehlentscheidung. Ja, manchmal ist es so. Ich finde es jetzt aber auch gar nicht so schlimm, weil ich ja weiß, dass ich wiederkommen kann und das werde ich auch tun. Und das nächste Mal wird die Entscheidung dann nicht auf Wildacker fallen, sondern sie wird auf dem Ort hier vorne sein. Warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach. Am Wildacker stehen Kanzeln bereit und hier an den Feldern sind leider keine Kanzeln. Das heißt, ich hätte mit dem Pirschstock auf dem Weg stehen müssen. Und da wir um eine Uhrzeit reden, so gegen 18:30 bis 19:30 oder 19:15 sind in dem Dreh, fand ich es nicht gut, mit dem Gewehr im Anschlag möglicherweise noch auf dem Weg zu stehen, wenn hier noch Leute mit ihrem Hund lang gehen können oder vielleicht noch der ein oder andere Fahrradfahrer vorbeikommt. Und deshalb habe ich mich gegen den Ort hier entschieden gehabt. Dann kam das Kitz noch vorbei, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kommt das ja noch raus. Gut, ich habe jetzt noch jede Menge gesehen, aber es war halt einfach zu dunkel zum Ansprechen und dann lassen wir das auch lieber. Ich freue mich auf die nächste Jagd mit euch. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich habe auch noch zwei Überraschungen für euch in den nächsten Wochen, würde ich mal sagen. Also abonniert den Kanal und ihr werdet mitkriegen, wenn die Überraschung online geht.